Willkommen bei Gamma Tim Drake. Wir sind mittlerweile bei den Pirateninseln angekommen und kümmern uns dort um die Nebenmission, wie man Freunde findet. Und da sind wir auch schon. Wir sind eine kleine Lehmgrube hier. Und da sitzt ein kleines Mädchen. What's a little girl doing in a clay pit? Eine Tongrube, Entschuldigung, eine Oh, Tongrube. Mistios. Hi, Mistios. I'm just preparing something for my friends. I've So, been sie here bereitet was für ihre all Freunde day, vor. but I still need Und more braucht clay. noch mehr I need Ton. enough for all of them. Okay. Das war nicht von dir. Oder Your ein friends Geschenk. will be upset with you for giving them dirt. Silly Mistios, I'm not going to give this to them. I have other things in mind to give them. You're a generous friend. What do you want to give them? I want to give them some nice jewelry. Schicke ihnen schicke Schmutzstücke. Jewelry? That's what I said. You don't look like you can afford any. Honestly. I know. That's why I was going to get some shiny stones in the abandoned mines. And a So, sie few braucht pearls Steine from aus der verlassenen the lagoon. Mine But und I've been ein paar stuck here Perlen all aus day der with the Lagune. clay. And the abandoned mines are kinda scary. Und die Minen sind Do ihr auch you zu think you could gruselig. help me get some gifts for my friends? It makes them happy and Aber that wir müssen ein make me kleines Mädchen happy. namens Chloe schon I'll bittet, make some jewelry ob wir ihr for you helfen too, können, for helping me. damit sie Schmutzstücke herstellen kann für ihre Freunde. Gladly, young lady. Da helfen wir I'll doch sehr see to it you gerne. get the best pearls and shiny stones. Genau, shiny And I stones. wouldn't mind some jewelry myself. Yay, thank you. You're really nice for a big scary looking person. So, wo kann man die These pearls you talk about, Perlen where can I find them? North of the clay pits. Nördlich der Tonruhm in der Lagune. Liegen einfach so im Wasser rum, aber es sind auch ein paar große Eier. Aha. Da ist so ein kleiner Haken. Das verlassene Minen. Westlich vom Tempel. Where are all your friends? They'll be coming soon, just a little longer. Speak up, child, I can't hear you. Never mind, I'll introduce you to them later. Na, ihre Freunde sind irgendwie, Okay. Irgendwie später. I'll see you later. I should be done here soon. Meet me at the cliff overlooking the lagoon, okay? Wenn wir fertig sind, sollen wir sie an der Klippe über der Lagune treffen. Thanks, Mistios. Tja, dann gehen wir doch mal auf Schatzsuche hier, auf Perlensuche und auf Shiny Stones Suche. Und da ist schon die Lagune. Ist ja nicht weit weg. Na komm, Ikarus. Manchmal stellt er sich aber auch an hier. Ein bisschen höher fliegen. That's the lagoon with the pearls. Oh, da schwimmt ein Hai. Ist ja nur einer. Ist doch schon mal schön. So, da können wir auch zu Fuß und dann brauchen wir unser Pferdchen nicht. Ja, die Kulisse erinnert so ein bisschen an Black Flag. Für alle, die die Assassin's Creed-Teile auch verschlungen haben. Oh, da ist der Hai. Oh, muss man ja nicht unbedingt rein. Der Z immer so dolle an einem. Vielleicht kann ich den ja von hier oben mit dem Bogen erledigen. Da ging ins Nichts. Dreifachpfeil. Ging auch ins Nichts. Ah, doch, es geht. Alles klar. Oh, ein bisschen. Nehmen wir uns mal kurz die Zeit. Oh, komm schon. Komm her, kleiner Hai. So, jetzt können wir in aller Ruhe tauchen. Wir brauchen uns gar nicht mehr um irgendwas kümmern. Gerade an einer imaginären Wand festgehalten und runtergesprungen. So, schwimmen wir durch das schöne blaue Wasser. Sieht echt traumhaft aus, ja? So, halte Kreis gedrückt, um zu tauchen. Ja, wissen wir doch schon. Interagieren. Perle, Questgegenstand. Aber wir brauchen wohl ein paar mehr Perlen. Tauchen wir mal hier runter. Hier irgendwelche Perlen. Quallen sind hier auf jeden Fall. Passen wir schon mal drauf auf. Genau, weit runter hier. Ach, da liegt der tote Hai. Der hat wohl vorher Steine geschluckt, dass der nach unten geht. Eisenbrocken. Noch ein Eisenbrocken, aber keine. So, bevor die Luft zu knapp wird, einmal auftauchen. Das ist eine Qualle, ich hatte schon das vierende Perle, die geleuchtet hat. Und dann holen wir nochmal tief Luft. Und machen das Ganze gleich nochmal. Ja, und. Schnapp.
So. Hier oben sind keine Perlen. Wenn müssen die. Na, vom Scan her, ich kann auf jeden Fall bisher noch nicht sehen, dass es da irgendwo. Ach, da vorne. Das ist noch so ein kleiner Nebenhöhleneingang hier. Noch ein Eisenbrocken. Noch ein Eisenbrocken. Perle. So, jetzt nur noch eine. Ist da noch eine? Nee. That's enough pearls. So. Perlen haben wir, check. Jetzt brauchen wir nur noch die, wie hat der Alexios das so schön gesagt, die Shiny Stones. Die Shiny Stones, die waren ja bei der Nina. Und dem Mädchen war das ja zu gruselig. Letztendlich ist es auch gut, dass wir zur rechten Zeit gekommen sind. Kann so ein kleines Mädchen ja nicht hier einfach in der Lagune schwimmen lassen, wo ein Hai noch ist, damit sie ihre Perlen findet, oder in so eine gruselige Mine laufen lassen, damit sie ihre Shiny Stones da rausholen kann. So, einmal kurz gucken. Tempel der Athena als möglicher Schnellreisepunkt. Und ungefähr da müsste denn die verlassene Mine auch sein. Da ist die verlassene Mine, da waren wir vorhin einmal schon drin, haben wir kein Video zugemacht, sondern haben nur einen Schatz geplündert. Da wusste ich noch nicht, dass das wichtig war für eine Nebenquest, wie es manchmal so häufig ist. Man besucht Orte zweimal in dem Spiel. Schadet ja nichts. Auch dort laufen wir einmal schnell hin. Vielleicht mit unserem Pferdchen, das geht ja bergauf. So, du bist in der Nähe deines Ziels. Ah, die Mines. That's where the shiny Ah, stones are. guck an. Hat der Icarus wieder mit seinem Röntgen-Superman-Blick durch die Höhlen geschaut von oben. Und die auch gleich entdeckt. Na, kommst du hier hoch, Phobos? Jo. Mal durch den Tempel durchreiten oder reiten wir drum rum? Treppen nochmal hochreiten hier. So, und irgendwo hier war ja der Eingang zur Höhle. The abandoned mines with the shiny stones. Mit den Shiny Stones. So, nehmen uns gleich mal eine Fackel zur Hand. So, sieht man gleich viel besser. Vielleicht noch irgendwelche Eisenbrocken hier rumliegen, die können wir dann gleich mitnehmen. Auch die brauchen wir bekanntlich für die Aufrüstung. Oder zum Aufpimpen unseres Schiffes. Mensch, was schreibt denn hier? Ich spiele doch gerade. Das geht ja gar nicht. Gleich mal auf stumm machen hier. So, nochmal einen Eisenbrocken. Reißen wir aber mit unserer bloßen Hand runter und stecken den in unsere Hosentasche. Ist ja auch recht kleiner Eisenbrocken, ne? Kriegt man immer so mal leicht mit. Vielleicht eine Fackel nachschmeißen, dass es runterfällt. Nee, klappt nicht. Schade. Ah, eine Schlange. Guck an. Ja, vor sich hin zischelt. Hat es vorher gar nicht bemerkt. So, und wo sind die? Ah, da sind überall Schlangen. Die ist schon tot. So, und wo sind die Shiny Stones? Da ist ein großer Topf. Da ist schon mal was. Da ist noch so ein Topf. Flupp. So, und irgendwo muss ja noch mal einer rumliegen. So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir das Mädchen wieder bei der Lagune treffen. Hat sie ja gesagt gehabt, treff uns bei der Lagune wieder, damit sie ihre Schmutzstücke, wie sie sie genannt hatte, für ihre Freundin anfertigen kann. Und mal gucken, ob sich das kleine Mädchen darüber freut, dass wir die wunderschönen Perlen und die Shiny Stones für sie besorgt haben. Auch da reiten wir mal mit unserem kleinen Pferdchen hin. Auch wenn es nur ein paar Meter sind, aber Phobos hört man wieder schlecht. Ach, da ist er. Ein paar Zweige wieder auf den Weg mit hinnehmen. Wollen ja nicht, dass wir im Kampf merken, wir haben keine Pfeile mehr. So, da ist sie, da ist Chloe. Hat auch schon mächtig gebastelt. Meine Freunde sind endlich da, ja, wo denn? What? Silly Mistios. Can't you see them? They're right over there. The one on the left is Theo, and the one on the right is Erla. Ach nee. Was sagt man da? Friendly, but I don't think they really count as your friends. What do you mean? They're my friends. I made them. I know you made them, but that. Mother told me to make friends, Mistios, and I Mutter did. Meinte, ich soll mir This Freunde isn't machen. The way to make friends. Tell your mother that. I can't. She's dead, Mistios. Okay, ihre Mutter ist tot. Ach, Scheiße. Mother is dead.
Hat sie gar keinen. Ging zu den Piraten und hat versprochen, so viel Drachen mitzubringen, dass wir daran schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldner. Ihr weißer Lieblingsschilan war ganz rot. Oh, oh, oh. Und sie sagt, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Hatte nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Oh, das ist ja echt erbärmlich, mit anzugucken, ne? Mutter ist nicht böse auf mich, oder? Ach, Mann. Ja. Hast du gut gemacht. Das ist ja eine traurige Geschichte hier um das kleine Mädchen rum hier. I have an eagle. And he's a close friend of mine. Wow, really? That's so cool. Here you go. Your gifts for your friends as promised. Why don't you go put them on for them? Ja, schenken wir ihm Holzradler. Ist doch schön. Thank you, Mistios. You're the best. I'll go do that right now. I'm sorry, child. I could not break your heart. Even if it was good for you. Okay. Das war die Nebenmission. Wie man Freunde findet. Bis dorthin, euer Gamer Tim Drake.